Wir befinden uns hier in Bühl im Ortsteil Oberbruch in der Böschstraße. Hier kam es heute Morgen gegen 4.35 Uhr zu einem Brand in einer Firma. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits große Teile des hier ansässigen Industriebetriebs, weshalb dass der Einsatzleiter der Feuerwehr gleich weitere Kräfte und auch weitere Drehleitern nachforderte. Aufgrund der Vorbrennzeit und der Brandausbreitung war ein Innenangriff nur noch bedingt möglich, weshalb sich die Brandbekämpfung auf den Außenbereich konzentrierte, was aufgrund der Ausdehnung des Objekts sich dann auch als etwas schwierig gestaltete. Es ist die Feuerwehr Bühl mit diversen Abteilungen im Einsatz, die Feuerwehr Rhein-Münster, die Feuerwehr Baden-Baden, die Werkfeuerwehr Daimler mit einem Teleskopmast. Darüber hinaus befindet sich auch das DRK sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Aktuell sind wir mit drei Drehleitern und einem Teleskopmast in der Brandbekämpfung unterwegs. Die Bevölkerung im Umfeld wurde relativ früh über die Warn-App-Nina sowie über Radiodurchsagen gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. Die Polizei hat darüber hinaus auch die Bundesautobahn, die unmittelbar angrenzt, kontrolliert und auch dort Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Des Weiteren ist die Messeinheit des Gefahrgutzuges Gaggenau hier vor Ort, um jetzt auch im Umfeld entsprechende Messungen durchzuführen. Eine gefahrfertige Bevölkerung steht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Also wir haben den Brand momentan noch nicht gänzlich unter Kontrolle. Das wird sicherlich noch einige Zeit andauern. Die Nachlöscharbeiten werden sich mit Sicherheit noch über Stunden hinziehen. Ja, durch den größeren Löschwasserbedarf haben wir im Prinzip zusätzlich auch eine Wasserentnahmestelle aus einem offenen Gewässer angefahren, um dort weiteres Löschwasser hier an die Einsatzstelle zu bringen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben wir glücklicherweise keine Verletzten. Also wir sind momentan über alle Organisationen hinweg mit schätzungsweise 140 Einsatzkräften hier vor Ort. Wir sind hier in meinem Brandeinsatz in Bühl-Oberbruch. Das DRK ist zur Absicherung der Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Und wir haben in der Anfangsphase auch 29 Betroffene der umliegenden Gebäude betreut. Davon sind 11 Personen jetzt in einer Notunterkunft untergebracht, die die Stadt Bühl zur Verfügung gestellt hat. Und wir stellen jetzt die Verpflegung und Getränke für die Einsatzkräfte noch zur Verfügung, sodass die Feuerwehrleute hier konzentriert auch arbeiten können.